Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider. Hallo, ihr Lieben. Willkommen bei der vierten Folge. Ich wollte gerade Tutorial-Folge sagen, aber ich muss einmal für die Leute, die uns für völlig dämlich halten, will ich nochmal festhalten und Leute, die sich über den Begriff noch gar keine Gedanken gemacht haben, eigentlich gilt Sartorial nur dem High-End-Handwerk. Es geht um das Handwerk des Schneiders und deshalb dürfen wir, wenn wir über Uniqlo-Klamotten reden oder einfach nur über Appearance, über Fashion, über Outfits, das hat mit Sartorial nichts zu tun. Sartorial ist das höchste Handwerk, die Handwerkskunst der Schneiderei und wir sagen es trotzdem, ja, aber ihr da draußen, ihr wisst, und ihr wisst, dass wir es wissen, dass wir es falsch gebrauchen. Und ich begrüße heute Abend wieder meine beiden Schätze, Philipp mit einem P und Philipp mit zwei P. P's. Hello. Hallo, guten Abend, ihr zwei. Oh, die Latenz, sie sind eingeschlafen, weil ich so ein langes Intro gemacht habe. ihr Lieben, heute, das hatten wir angekündigt bei Instagram, beantworten wir eure Fragen. Und das tun wir so gut wir können. Und da sind ganz viele Sachen dabei, das geht nicht. Das versuchen wir dann auch zu erklären, warum das nicht geht. Aber da hangeln wir uns jetzt mal durch. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine total gute Idee ist, dass wir ab und an immer mal wieder diese Frage bei Insta in der Story stellen. Hat jemand Fragen, Sachen, über die wir reden sollen? Zum einen ist es total gut, dass es anonym ist. Es braucht keiner irgendwie das Gefühl zu haben, jemand lacht über einen Kommentar, jemand findet irgendwas doof. Das würde ich sowieso nicht erlauben, denn ich bin an der Blockiertaste bin ich ganz schnell. Da bin ich wie Lucky Luke. Der Erste, der irgendwen beleidigt oder scheiße ist, der wird sofort von mir blockiert auf Lebenszeit. Deshalb dürftet ihr auch alle lächerlichen, vermeintlich lächerlichen Fragen dort stellen. Aber wir sollten das tun, denn da kam ganz viel guter Kram, über den wir hier reden können. Und ja, Jungs, ihr habt ein paar von den Fragen bekommen. Wollen wir, jeder kann auch mal Fragen, die er da findet, in den Ring werfen. Ansonsten würde ich einfach mal durchgehen und hier und da mal eine reinschmeißen und dann reden wir drüber. Was sagt ihr dazu? Fang gerne einfach, werf einfach mal was in den Ring. Shoot. Und dann steigen wir mit rein und okay, let me shoot. Die erste Frage, die wirklich was mit Tutorials zu tun hat und nicht mit Fotografie, das lasse ich jetzt hier mal aus, ist, wo kann man gute Hemden für wenig Geld bekommen? Ja. Ich habe ja schon Reel gemacht, ne? Und habe drei Marken empfohlen, aber Jungs, haut ihr mal raus. Ich weiß gar nicht, ob du das da schon erwähnt hast, aber ich hatte dir damals auf jeden Fall geschickt. Ja. Charles Tirwitt. Charles Tirwitt ist bei mir die erste, war im Reel auch die erste Adresse für bessere Hemden als jetzt, sagen wir mal, H&M, ne? Oder irgendwas anderes Fast Fashion-artiges. Das war Charles Tirwitt und vor allen Dingen habe ich Charles Tirwitt gerne in den Ring geworfen, denn im Gegensatz zur Kragenweite kann man dort ja auch seine Armlänge angeben. Und das ist für viele total wichtig, denn der liebe Philipp 30 mit 2P, der hat ein Problem bei Uniqlo-Hemden, die ich sehr liebe, gerade die Oxford-Button-Down-Hemden, die sind ihm zu lang. Ihm fehlen die Affenarme. Genau, also es ist natürlich schön, dass ich keine Affenarme habe, aber am Ende ist es halt schon so, dass ich für ein Uniqlo-Hemd müsste ich halt nochmal zum Schneider gehen, mir die Ärmel anpassen lassen. Kann man machen, habe ich jetzt auch schon gemacht, aber wenn ich halt irgendwie bei Charles Tirwitt oder Tirwitt mir die Hemden bestellen kann und die direkt perfekt sitzen, why not? Ich finde die Qualität dort super geil. Die haben eine coole Variation an verschiedenen Stoffen, verschiedenen Kragen. Die haben ja auch irgendwie, ihr müsst mir mal helfen, aber ich glaube, die haben vier verschiedene Fits. Die haben ja so ein extra small, small, slim fit, oder nee, extra slim fit, super slim fit, slim es gibt, fit und es gibt nur noch drei. Ah, gibt nur noch drei mittlerweile. Ja, es gibt extra slim fit, also, oder so, das heißt ja super slim fit, slim fit und, glaube ich, regular fit. Regular fit könnt ihr bitte, also wenn wir reden jetzt erstmal, weil es sind zwei verschiedene, genau, zwei verschiedene Schnitte. Mhm. Wenn wir von dem normalen Businesshemd reden, das ist euer Twill-Hemd, die haben ein wunderschönes, ich habe gerade nochmal zwei Twill-Hemden mit Cutaway, also mit Haifischkragen bestellt.
Super, super, super schön. Egal, ob ihr ein Bäuchlein oder ein Bierbauch wie ich habt, der normale Fit ist ein Zelt. Das Ding ist Ja, riesig. absolut. Slim Fit ist immer noch viel, viel, viel zu weit. Und ich zum Beispiel, obwohl ich einen Bauch habe, brauche super Slim Fit. Sobald ihr aber OCBDs bestellt, Oxford-Hemden, gilt das überhaupt nicht mehr. Da ist mir sogar das normale Slim Fit ein Müh zu eng. Ich habe es trotzdem behalten, weil ich kaufe die Klamotten immer gerne so, dass ich noch ein bisschen abnehmen muss. Sonst habe ich nämlich, das hält mich gar nichts auf, 10-mal am Tag Pommes zu essen. Das habe ich aufgegeben. Das habe ich aufgegeben. Das mache ich nicht mehr. Ich kaufe lieber ein bisschen zu Nee, groß. nee, Weil nee, da habe nee, ich auch nee, noch nee, Raum für Bäuchlein. in meinem Alter, da verfalle ich in absolutes Sodom und Gomorratum. Philipp 1P, sag du noch mal was zu Ja. Hemden. Nee, ich bin auch total Charles Tilbury-Fan. Ich habe auch unzählige Hemden von denen. Bei den Oxford-Hemden, da passen mir aber die Slim-Fits sehr gut. Wow. Und ich finde, dass Charles Tilbury eine generelle Empfehlung eigentlich ist. Also nicht nur für Hemden, Ja. sondern ich finde, die haben auch ganz tolle Hosen. Schuhe haben die auch. Die habe ich persönlich noch nicht probiert, habe aber ein Kollege von mir hat, glaube ich, ein paar Stiefel von denen, die auch total super sind. Die sind auch rahmengenäht. Und die haben einfach gute, preiswerte Sachen, finde ich. Ja, und wenn wir schon dabei sind und die loben, noch zwei Dinge, weil das sind Fragen, die auch öfters mal kommen. Wir haben Leute, die tragen ihr ganzes Leben lang Jeans. Ist ja nichts dran auszusetzen, aber wenn man da mal sagt, sag mal, was kann man denn überhaupt noch für andere Hosen tragen? Dann würde ich immer sagen, die ersten beiden Hosentypen, die ihr für, also in irgendeiner Form euch der klassischen Mode näher bringen, wäre einmal Chinos bzw. Absolut. Khakis, das könnt ihr haben, wie ihr wollt. Khakis sind einfach nur Chinos, die A, gerade geschnitten sind, sie ein bisschen fester, es ist aber der gleiche Stoff und sie haben eine Falte, die ihr da reinzimmern könnt. Der klassische Begriff von Chinos ist immer ohne Falte, also ne, no plate, ganz flat trousers und die sollen noch leichter sein. Und ja, das wäre Schritt Nummer 1 und Schritt Nummer 2 wären eine graue Flanellhose. Eine graue Flanellhose, eine Wollhose, die mittlerweile sehr teuer geworden ist, kostet oft irgendwo 200 €. Aber ich habe mir bei Charles Stewart, also als Empfehlung, den Klassiker auch von Philipp mit einem P empfohlen. Habe ich für 99 € bei denen bekommen. Eine wunderschöne, sehr dünne, trotzdem im richtigen Moment warme, im richtigen Moment kalte Hose. Also diese Empfehlung kann ich da auch absolut abgeben. Und eine Empfehlung noch bei Charles Stewart, weil alle die, die James Bond-Folgen geguckt haben, ihr wisst, was uns bei Sean Connery in allen Filmen begleitet. Und das ist die navyfarbene Grenadinkrawatte. Und eine Grenadinkrawatte in Navy gibt's für den schmalen Taler bei Charles Tyrwhitt. Und wenn ihr dort Hemden kauft und egal was ihr da kauft, wenn ihr zum ersten Mal auf die Seite geht, ihr wisst, das Internet und gerade auch die Algorithmen sind nicht blöd, dann werden die Hemden 69, 79 € kosten. Wenn ihr da nichts kauft und das zweite Mal drauf geht, werden sie 39 kosten. Ich kaufe meine Hemden bei Charles Tyrwhitt stets für 39 €. Und ich werde oft genug genervt und ich reagiere nicht auf die Mails. Und irgendwann, einmal alle 14 Tage, bekomme ich eine Mail mit unglaublicher Sale. Jetzt nur noch 39 €. Und dann greife ich zu. Ja, kann man nichts sagen. Also bei den Preisen, ich muss auch sagen, Definitiv. das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe mal, also um nochmal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe mir letztes Jahr in Florenz bei Sartoria Romagnoli ein Maßhemd gemacht. Und es sitzt auch super geil. Also ich will gar nichts dagegen sagen. Es ist wirklich ein tolles Hemd. Und auch der Stoff war schon vernünftig, aber ich muss ehrlich sagen, so der Riesen-Uplift war es jetzt für mich nicht unbedingt. Also klar, man merkt es schon, auch an den Schultern ist es besser, die Armlänge ist cool. Bei mir die Hand mit der Uhrenseite, bei mir die rechte Hand, da Bisschen ist der breiter. Ärmel ein bisschen breiter. Genau. Also es ist natürlich ausgeklügelter, aber wenn ich jetzt früh morgens
in meinen Schrank greife und total unvorbereitet bin, dann greife ich ganz oft einfach zu den Charles Stewart Hemden, weil die haben ja auch dieses Easy Ironing oder wie sich das nennt. Ich weiß, also naja, man muss sie nicht bügeln. So, und dieses Maßhemd muss ich halt bügeln. Und das ist geil, keine Frage. Aber so für den Alltag, ich greife halt einfach rein, zieh's an und ich bin happy. So. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr, Philipp oder Ben, habt ihr ja schon mal ein Maßhemd gemacht und gesagt, okay, klar. Der, ach stimmt, du hattest ja schon mal welche gemacht, genau. Der Uplift ist so viel größer. Ich weiß nicht, also wie seht ihr das? Pass auf, wir machen es so, wir sparen uns nämlich den anderen Philipp auf, denn Philipp hat zu einem Maßhemd, beziehungsweise Made to Measure, das er hat machen lassen, eine viel spannendere Geschichte als ich und ein viel geileres Hemd. Das wollen wir gleich hören. Bei mir ist es nicht so spannend, aber ich muss euch erzählen, dass ich vorgestern passierte Folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr es bei mir in der Story gesehen habt. Ich habe aber, ich habe mir in Bangkok ja einen Anzug machen lassen. Einen dunkelblauen und einen grauen Flanellanzug und Enrique dieses schöne Kleid mit dem Kontrastkragen. Und dann habe ich diesen Schneider, den habe ich empfohlen. Ne? Die Leute haben gefragt, wer war das denn, wer hat das denn gemacht? Und dann habe ich den empfohlen und 4 Stunden später kriege ich ein Foto geschickt von einem Follower, der bei dem Wall Street Tailor steht, ihm die Hand gibt. Beide gucken völlig verunsichert in die Kamera und sagen, danke für deinen Tipp. Ich war gerade in Bangkok und jetzt bin ich hier und lass mir meinen ersten Maßanzug machen. Nice. So, und da dachte ich, wie geil, dass das irgendwie, man vergisst es ja immer, dass Leute natürlich irgendwo sein können und dass das gerade so gepasst hat. Pass auf, dann passiert aber Folgendes. 15 Minuten später schrieb mir dieser Typ, weil ich war natürlich, komm, ich teile euer Foto und alles geil und so, und der schrieb mir dann und sagte, sag mal, Ben, der meinte gerade, der hat noch deine Maße. Möchtest du einen Anzug haben? Und ich sagte, nein, Anzug möchte ich nicht haben. Und ich sagte, und was mit dem Hemd? Und habe ich gedacht, oh, Moment, ich habe mir nur 3 Hemden machen lassen. Aber ich bin knallhart im Verhandeln. Ich habe pro Hemd richtig, richtig dicke, schönste ägyptische Baumwolle. Alles so, wie ich es haben wollte. Ich glaube, ich habe 39 gezahlt pro Hemd. Kann man nicht meckern. So, und dann habe ich bei 3 Hemden irgendwie einen Huni ausgegeben und so. Und dann dachte ich, oh nee, Moment. Finde ich eine geile Idee. Frag ihn mal bitte, ob er hat ja noch meine Maße und vor allen Dingen ist es jetzt so, jetzt passt mir das viel besser, weil ich viel fetter war, als ich in Bangkok war. Sag ihm mal, ich hätte gerne 4 Hemden. Und dann schreibt er zurück und sagt, ja, das kostet aber nicht mehr 39, kostet 45. Habe ich gesagt, nee, die 6 Euro, das macht den Brat nicht fett. Sag ihm, ich hätte gerne 4 Hemden. Ja, wenn du 5 nimmst, bekommst du aber 1 umsonst. Okay, ich nehme 5. Und was ich gerade in meiner Situation hier, ihr wisst, ich habe meinen Beruf aufgegeben, ich bin hier und hoffe, dass Kunden kommen und sagen, Ben sei unser Influencer. Also das heißt, mir liegt gar nichts locker. Und ich habe gesagt, okay, also ich kaufe 5. Genau sowas, nicht 4, dann hast du 5, sondern wenn du 5 nimmst, bekommst du ein 6 umsonst. Ich so, scheiße, Mann, ich brauche aber keine 6 Hemden. Und dann habe ich so überlegt und dachte, weißt du was, wir machen Folgendes. Deal, ich nehme 5 und nehme 6 dazu, aber ich möchte 2 Hemden davon Leinen haben, italienische Leinen. Ich möchte einen Cutaway-Kragen bei den italienischen Leinen und ich möchte bei 2 der anderen Hemden French Cuffs haben und bei den Leinen machst du Button Down. Das, weißt du, wie lange das gedauert hat, bis der also ich meine, das ist eigentlich einfach, aber dann kamen 10 Jahre Rückfragen und dann habe ich gesagt, sag mal, ganz ehrlich, ich habe dir gerade einen Typen geschickt. Und das haben mir nur 2 geschrieben, dass sie im Sommer in Bangkok sind und zu dir kommen. Findest du nicht, du kannst mir 1 Euro entgegenkommen? Na gut, du kriegst noch ein Hemd umsonst. Okay. So, und jetzt passiert Folgendes. Ich habe das nur machen lassen, weil ich hatte keinen Bock auf lange auf Post warten und Einfuhr und dann Zollgebühren. Dieser gute Mann, der da ist, ist nach Kopangyang, sonst wo noch hingefahren und am 29. also morgen, heute ist der 28. an dem Tag, an dem wir es hier aufnehmen, am 29. er wieder in Bangkok und nimmt quasi die Hemden für mich mit.
fährt immer durch Hamburg, weil er hier arbeitet und bringt mir dann meine 7 maßgeschneiderten neuen Hemden. Ich finde, wir sollten definitiv über meine Hemden reden, wenn sie wieder da sind. Unbedingt. Wir müssen das in der Story posten. Wir müssen sowieso ein bisschen mehr Verknüpfung zwischen unserer schönen Geschichte hier und den Stories machen. Aber ich weiß nicht, ob der Typ weiß, dass er mir 7 Hemden in seinem Koffer transportieren muss. Naja, wird den Platz schon finden. Wird abenteuerlich. Ja, dann wird lustig. Zweiter Kofferbraucher. Nee, das geht schon. Ich habe ihm aber gesagt, Alter, alles, jeden Step, film das bitte hochkant, damit ich ein Reel draus machen kann. Und er sagt, ja, klar. Weißt du, dann bitte mit der Geschichte. Ja, bitte unbedingt. Das machen wir noch. So, und Philipp, möchtest du einmal von deinem prominentesten Hemd reden, das du dir hast machschneidern lassen? Na, unbedingt. Ja. Und zwar für meine Hochzeit. Damals wollte ich unbedingt dieses Casino Royale Dress-Shirt haben von Turnbull und Esser. Oh, und war dann auch in London vor Ort, in diesem Keller bei denen. Und habe mir dann dieses Hemd dort anpassen lassen, also eben made to measure. Und ehrlich gesagt war es gar nicht, Das Anpassen hat gar nicht so viel gekostet. Ich glaube, das hat 30 oder 40 Euro mehr gekostet als das Hemd an sich. Und ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Das liegt inzwischen bei 420 Euro, das Hemd. Sportlich. Ich habe aber mit den Anpassungen, glaube ich, 350 bezahlt. Also ja. Die haben durch Brexit etc. pp. Wahrscheinlich richtig hart draufgeschlagen. Und jedenfalls, das ist ein wunderschönes Hemd, also mit der verdeckten Knopfleiste und zu Black Tie der absolute Kracher. Ich liebe das. Cool. Hast du noch ein, zwei mehr Infos? Also ist es normal Popelin, normal weiß, gibt es eine Struktur? Also wir wissen jetzt, die Knopfleiste ist auf jeden Fall verdeckt. Genau, das hat so ein Kläppchenkragen oder normale Kragen? Nee, ist ein normaler Kragen. Mhm. Das hat so eine ganz leichte Struktur. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, was das ist. Ja, Twill hat ja auch so eine leichte Struktur. Genau, das hat so eine ganz leichte Struktur. Auf jeden Fall natürlich French Cuffs. Und eigentlich ist es relativ schlicht, muss man sagen. Also es ist ein schlichtes Hemd, ne? Ist jetzt nicht irgendwie mit so, was es bei Black Tie ja oft gibt, irgendwie so ein bisschen aufwendiger mit so, nicht Rüschen, aber wie nennt man also denn plissiert, das? Also plissiert. Plissiert, genau. Mhm. Also das ist ein super schlichtes Hemd einfach und das mag ich aber auch, also dass das eben nicht so prominent ist. Und, aber super schön. Sag uns noch mal, wie lange hat es dann gedauert von der Anpassung, bis dass ein Typ bei dir vor der Tür stand und dir das in die Hand gedrückt hat? Die haben mir das dann Freihaus nach Berlin geschickt hier. Und ich müsste lügen, ich würde 2 Wochen sagen ungefähr. Es war gar nicht so lang, 2 bis 3 Wochen. Und es stand drüber, by Royal Appointment. Genau, absolut. Oh. Die haben sogar in den Kragen haben die so ein Schildchen reingemacht, wo mein Name dann drauf stand. Oh, also das ist ja cute. Da habe ich irgendwo noch ein Foto davon, das muss ich mal suchen. Mach das mal, dann posten wir das nämlich zu der Folge. Weil ich glaube, was wir auch machen könnten, wir könnten immer in der Story auch so ein paar Episode Notes und so Fotos. Ja. Weißt du, wie dein Foto von dem Shirt oder so, das könnten wir alles mal machen. Sag mal, aber es ist kein Sea Island Cotton, ne? Nee, das ist ganz normal. Also ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt auch nachgucken, aber ist normale Baumwolle, aber wie gesagt, ein super tolles Hemd. Turnbull und Esser ist natürlich, also die ganze Experience ist natürlich mega geil, also weil wer diesen Laden kennt auf der German Street, das ist einfach, das ist ein Erlebnis, in diesen Laden zu gehen und vor allem da irgendwie Maß nehmen zu lassen. Das ist einfach was ganz Besonderes. Ja, so und, geil, so geil. Ja, und ganz, also, für alle, die jetzt zugehört haben, nur ganz kurz, und ihr jetzt da irgendwie eure Tasten über die Tastatur fliegen, die German Street, das ist nicht die deutsche Straße wie German, sondern J-E-R-M-Y-N, die Jermin Street. Klingt nur so wie die deutsche Straße, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Gehört in diesem schönen kleinen Couturierviertel in London zusammen mit der Savile Row. Es gehört zu dem schönsten kleinen Eckchen, wo ihr, wenn ihr ein Portemonnaie dabei habt oder eine Kreditkarte, bitter büßen werdet.
Genau, also zu finden in St. James, also ist unweit vom Piccadilly Circus zu finden, also eigentlich fast... Viel zu einfach zu finden. Eine Seitenstraße könnte man fast sagen vom Piccadilly Circus und wer da noch nicht war oder wer regelmäßig in London unterwegs ist, bitte, also der Hammer. Ja, ich werde im Juli mal vorbeischauen und mich stark... Wir kommen mit. Sag mal, genau, ich wollte gerade mal fragen, lass uns drei doch zumindest mal immer so ein bisschen darüber informieren. Weil, was ich mir vorstellen könnte, ich habe gar kein Problem damit, mal eben für eine Übernachtung im Mondrian in der Westbank nach London zu kommen. Oder ich nehme Rieke mit und wir machen 3 Tage draus. Bin ich egal wann in der Woche, egal wie, ich habe ja keine in dem Sinne große terminliche Verpflichtung. Ich bin sofort dabei, wenn einer von euch da ist und auch genug zu tun hat und so, wenn wir uns eine Stunde einen süßen kleinen Walk in unserem St. James Viertel da für ein Reel oder so ein bisschen was zusammen machen wollen, würde ich mich tierisch freuen. Ja. Also das heißt, lass uns auf jeden Fall informieren, wenn einer von uns wieder den Plan hat, weil zum Beispiel könnten wir auch dann im Hotel Zimmer könnten wir eine neue Folge aufnehmen und darüber reden oder uns gegenseitig ausheulen, wie viel Geld, das wir nicht haben, aber ausgegeben haben. Warum musste Philipp mit einem P sich das 9. Paar Crockett & Jones kaufen? Warum? Musste es sein? Und wir werden dann sagen, Philipp, das ist doch nur lustig bedrucktes Papier. Guck dir an, was du an den Füßen hast. Wie schön ist das? Ja, und ich sehe schon nämlich, Philipp 30 wird dann sagen, er kriegt sein Sea Island Cotton Turnbull & Esser Hemd mit, weiß Gott, was vom Kragen. Button Down, ich bin immer... Sea Island Cotton mit Button Down, ja, das finde ich jetzt hart. Die ziehen mich alle über, über den Galgen oder so, aber... Ich finde Button-Down einfach immer geil bei Hemden. Ich auch. Überhaupt keine Frage. I'm so sorry. Nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt sagen, Sea Island Cotton, keine Ahnung. Also, es ist so, es gibt ein, wo wir gerade bei James Bond waren, es gibt ein ganz anderes bekanntes Hemd, das hat Pierce Brosnan getragen in, ich meine, No Time to Die. Da wird er ja angeschwemmt in Hongkong und lässt sich da irgendwie neue Hemden bringen. Also lässt erstmal den Schneider kommen, glaube ich, und dann lässt er sich neue Hemden bringen. Und eins dieser Hemden, der blauen Hemden, das ist aus Sea Island Cotton. Und Sea Island Cotton muss das schönste, weichste, wundervollste Gefühl, also es muss orgiastisch sein auf der Haut und dementsprechend auch der Preis. Are you with me, guys? Unbedingt. Auf jeden Fall, ich habe ja dieses Unterhemd, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe so ein Unterhemd von Sunspill aus Sea Island Cotton, also so, es trägt man unterm Hemd, ne? Also das habe ich dann auch mit dem gerade beschriebenen Hemd zusammengetragen und das ist einfach, das ist gar nicht vorhanden. Also du trägst was und es fühlt sich an, als wenn es nicht da ist und das ist total super. Ja, ich muss da zuschlagen, ich brauche das unbedingt. Also spätestens jetzt hast du es total siehst verkauft. Siehst du, ich glaube, ganz ehrlich, das ist, dass wir uns so viel unterhalten, ist vielleicht auch nicht gut. Es ist ja, also, es ist auf ein Lottogewinn. Einer von uns müsste eine gewisse Summe mal so gewinnen, dass wir auch sagen können, also ich gebe euch hier vor allen Menschen, die zuhören, mein Wort. Sollte ich einen gewissen Betrag, einen ordentlichen Betrag gewinnen, werdet ihr einen Teil davon abbekommen. Einfach nur, damit wir, ich finde das Allerschlimmste, wenn ich jetzt losgehe, mir ganz viele Sachen kaufe und ihr steht dann und sagt, schön. Ja, Gratulation zu dem 36. Paar Crockett & Jones. Ich muss da mal leider aufhören, ich muss zur Arbeit. Deshalb bitte, bitte, bitte. Das muss unbedingt auch wieder für meine Karma-Kasse, das muss alles sich leveln. Ich glaube eher, dass wir so völlig abgefahrene Dandys werden und Philipp mit einem P so langsam da so reinziehen und der so aus seiner Reserviertheit so rauskommt und wie der letzte Don Juan durch die Straßen flaniert mit dem teuersten Garn im Körper. Nochmal ganz kurz zu Sunspell, hat ja Philipp gerade genannt. Sunspell ist auch wieder, wie die Jungs zu berichten wissen, auch wieder eine der Marken aus dem Bond-Universum und Sean Connery trägt ein Sunspell-T-Shirt. Wisst ihr wo? In welchem Film? Sean Connery? Ja. Okay. Du meinst, dass Daniel Craig ja eins trägt? Ja, genau. Genau, Polo, oder?
Also Polo. Der hat auch also Daniel Craig hat definitiv auch Polos getragen, behaupte ich. Daniel Craig hat auch das weiße T-Shirt von Sunspell getragen, bin ich mir ziemlich sicher. Weißt du, in welcher Szene? Ah. Du meinst allen Ernstes, ich vertue mich gerade, dass Sean Connery Sunspell getragen hat? Ich weiß es einfach nicht. Ich meine, viel Craig ist viel Reminiszenz an den ersten. Ich meine, das macht Skyfall so groß. Es gibt nichts Schöneres. Ohne Scheiß, ich glaube, wir sind ungelogen die Tränen gekommen im Kino in der Szene, in der Bond sich in den DB5 setzt und irgendwie zu ihr sagt, are you gonna bicker or wait? Irgendwie und droht sie irgendwie aus diesem Auto zu sprengen. Und einfach nur das Kläppchen hochmacht beim Schalthebel. Das ist so viel, wo man einfach nur sagen will, Alter, Neil Purvis und Mr. Wade oder wer auch immer an dieser Szene geschrieben hat, danke, danke, danke. Ich weiß, dass es dankbar ist in einem Mikrokosmos, wo Leute Erwartungen haben, wo Leute Dinge schön finden und sagen, bitte mach uns glücklich. Und wenn man das dann macht, also ich war 100%, also wenn mir da keine Träne über die Wangen gelaufen ist, dann war ich an dem Tag nicht da. Also unbedingt war das so. So, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass wenn wir eine halbe Stunde brauchen, um eine Frage zu beantworten, was soll denn sein? Dann müssen wir einfach ein paar mehr Folgen machen. Aber ich glaube wirklich, dass zumindest die Mission, weil ich immer noch, und ich werde das gleich nochmal stressen, kein Fashion-Guru, kein Ankleidemensch bin für euch, sondern nur jemand, der ein bisschen die Liebe zu schönen Kleidungsstücken teilt. Und so viele schreiben und sagen, Ben, ohne Scheiß mal eben, was auch immer es war, ich habe plötzlich wie ein kribbelndes Hobby, ich interessiere mich für die Dinge, ich finde es schön, ich finde es geil, mich gut anzuziehen. Mein Bruder hat mich gestern auf der Party gefragt, was ist denn mit dir los, du siehst so gut aus. Und der war richtig glücklich. Und ich glaube, wenn es diese Art von Mission gibt, dann erfüllen wir die auch mit ganz vielen Folgen. Deshalb lasst uns, ne, wir müssen uns hier nicht capsizen und zurückhalten. Ich finde es total schön, wenn es das hergibt und wir sagen, wir können so lange über Hemden reden. Fuck it, super geil. Bin ich auch dabei. Also ich meine, wir haben so viel zu den, wie du gerade gesagt hast, so viel Details und gelabert zu den einzelnen Themen. Ich glaube, damit können wir viele Leute abholen und das passt. Dann pass auf, ich weiß, dass jetzt auch ein paar Sachen kommen, da weiß ich nicht viel zu sagen, aber ich finde es wichtig, den Menschen auch das Gefühl zu geben, dass jede Frage ernst genommen wird. Und hier steht als nächste Frage, stylische Unterwäsche für ihn wäre doch mal ein Thema. Und ich möchte mein Teil davon gleich beenden, indem ich sage, ich trage H&M Boxer, ich trage nur Boxer. Ich finde so Speedo-Dreiecke unerträglich. Also finde es ja nicht schlimm, weil das sieht man ja eh nicht. Für mich ist aber so, ich muss hängen, I need to be a Freischwinger. Und ich brauche Boxershorts. Und ich brauche die H&M Boxershorts, denn das sind die einzigen. Ach so, da, ganz kurze Anekdote. Meine Tante ist Professorin in Berlin, ist eine Frau, die Klasse und dazu auch noch Geld hat. Und die hatte irgendwann mal gesehen, oder wir hatten darüber geredet, die meinte, aha, du trägst also diese Boxershorts. Und dann sagte sie, dass ihr Mann, der findet die so scheiße, weil die immer so, die würden immer so in der Arschritze landen. Habe ich gesagt, aha, nee. Und sie hat, oh gut, dann kann ich dir eine Freude machen und kauft mir die wahrscheinlich teuersten Boxershorts, die man in Berlin bekommen kann. Schenkt mir die und fragt mich einen Tag später, wie sind die denn? Ich so, das ist so, die landen immer in der Arschritze. Das ist ganz schlimm. So, also habe ich da gelernt, das muss wohl daran liegen, dass einfach die H&M Boxershorts, also ich habe seit 30 Jahren nichts anderes getragen, außer H&M Boxershorts. Now you go. Also ich bin da auch ganz unkompliziert. Ich trage die Boxershorts von Uniqlo.
seit Jahren, und davor waren es auch mal H&M Boxershorts, halt, jetzt um mal ins Detail zu gehen, natürlich immer in so gedeckten Farben, also jetzt keine weißen Rip-Dinger oder so, sondern halt schwarz, dunkelblau, dunkelgrau, also diese Standardsachen. Diese ich habe so viel so Tartan, so Karos und da, das ist mir schon zu wild, da bin ich raus. Also ich wirklich, wirklich plain, einfache Farben, also Unifarben, dunkelblau, dunkelgrau, ja, aber schwarz. Ja, ganz kurz mit dem zu wild, wofür? Ich weiß ja nicht, wie du mit den Ladies umgehst, aber du bist doch in einer festen Beziehung. Der dürfte es erstmal egal sein. Und außerdem, ich habe Boxershorts, sind ehrlich gesagt nicht lange an. Also ich schlafe ohne. Ja. Ich schlafe immer auch mit Boxershort. Beziehungsweise, also die Boxershorts, nicht die labbrigen, sondern die am Körper ansetzen. Oh, nee, die kann ich nicht. Wie heißt da fühle ich mich eingängig. Heißt noch auch Boxershorts, oder? Ich würde sagen, die heißen so... Wie heißen die? Heißen die nur Boxers? Ich weiß es nicht. Ja, wie auch immer, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und ich trage die total gerne und ich finde die bequem, weil ich genau das mit dieser in Arschritze kriechen und das Labbrige, das hängt dann immer irgendwo zwischen Hoden und Innschenkel. Nee, überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, wo immer. Dein Hoden ist, aber nee, überhaupt nicht. Schlepphoden. Ja, nein, Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Zwischen Knie und Hoden. Nee, aber ich weiß, ich finde die einfach bequemer. Und ich finde halt schwarz, also so dunkle Farben und Unifarben halt einfach auch ästhetischer. Du musst näher ans Mikro kommen, Philipp. Ich finde die einfach ästhetischer, diese Unifarben. Ja, aber das meine ich. Ästhetik. Ich bin auch kein Stripper. Ja, welche Ästhetik? Ja, okay. Also, nein, aber nee, wirklich, ich finde es einfach schöner, ich finde die angenehm. Aber nochmal, um da auf die Frage einzugehen, also das trage ich, ich aber ganz geil finde, was ich mir noch nicht geholt habe. Leo Pants, auf jeden Fall. Aber als G-String. Nein, diese geil. Boxer, die ich auch trage, gibt es auch von Tom Ford. Und ich weiß, Tom Ford ist ein bisschen überbewertet, ist viel Branding und halt super, super, super teuer. Aber, wenn ich mich nicht irre, waren die echt aus ganz geilen Stoffen und sahen schon nett aus. Auch mit dem Bündchen, da steht dann halt irgendwie zwar Tom Ford drauf, aber irgendwie alles so in den Muster. Also die hatten irgendwie schöne Sachen einfach. Es war dezent, jetzt nicht wie so ein Tartan-Muster, sondern schon ein bisschen dezenteres Muster, aber hatten trotzdem irgendwie... Wenn du noch einmal dezent bei Unterhosen sagst, als würden wir damit über diese riesige... Shibuya Crossing irgendwie laufen. Und ich sehe 10.000 Leute in 5 Minuten. Nee, aber kann ich total verstehen. Ja. Was ist denn bei Philipp mit einem P? Ich bin da ehrlich gesagt bei Philipp mit 2 P, also was die gedeckten Farben angeht. Aber ich muss jetzt nochmal fragen, also ihr sagt Boxershorts, aber ihr meint schon diese Dinger, die ein bisschen weiter sind, oder? Ja. Er meint die engeren, ich meine die weiteren. Okay, also genau, ich bin nämlich auch hier Team, eher was die also engeren, ich glaube, die heißen Trunk Shorts oder ich habe keine Ahnung, weil ich finde, ich brauche da auch ein bisschen Ordnung und jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich mag also bei diesen Boxershorts einfach nicht, das ist so viel Stoff und ich wenn du eine Anzughose anhast oder Hose generell, ich weiß immer gar nicht, wohin mit dem ganzen Stoff in die Hose rein. Also ich sage, entschuldige, das ist doch kein Kleid. Ich weiß nicht, wir müssen mal Boxershorts tauschen. Wir müssen irgendwie mal, wir machen klingt mal Wichteln. Dubios. Nee, nicht getragen. Wir machen mal Wichteln oder so und dann rennt ihr mal irgendwie einen Abend in meinen Boxershorts rum und nicht in euren oder so. Aber das ist doch wack. Nee, pass mal auf, ich finde, ja, das ist zwar toll, aber ich glaube, über so lange über Boxershorts reden ist so... Ja, wir machen mal weiter. Leider, bevor es hier richtig dreckig wird. Nee, das finde ich ja gar nicht schlimm. Ich finde, es fehlt so ein bisschen, seit ich irgendwie so das Gefühl habe, da sind jetzt 80.000 Leute und ich muss mich benehmen, weil so viele ältere Herrschaften dazugekommen sind und meinen ganzen... Wir werden mal eine ganze Folge über Pornoklassiker reden. pass auf, ich muss mal ganz kurz eben dieses Ding weiter. So, hier sind wir wieder. Also, ganz kurz, was wir noch reinbekommen. Frage kann ich nicht beantworten, kann Philipp mit 2 P beantworten. Churches oder Santoni? Für alle, es geht um Schuhe. Churches sind super gemütlich und sind super teuer. Sie sind da oben mit Crockett & Jones und all den anderen. Und Alden, also für mich sind immer vor allem Alden, Churches und Crockett & Jones die Schuhe. Vor allen Dingen die Schuhe mit einer britischen Leiste, weil ich habe ein bisschen breitere Füße. Aber ich habe, glaube ich, noch nie Santonis angehabt. Deshalb kick it away, Philipp.
Ja, also wie du schon gesagt hast, komm näher schon, ans Mikro. Das kann ich schon beantworten. Also ich habe Churches und Santonis unterschiedliche Schuhe. Ja, also ich habe diese. Habe ich die schon mal gesehen? Ja, beide. Ich habe die Churches, wobei die Loafer, die Loafer von Santoni weiß ich nicht, aber ich habe ganz tolle Churches Grafton Derby Brokes in Oxford Rot, also diesen Oxblood, diesen dunklen rotbräunlichen Ton. Geil. Und die sind super geil. Die sind halt total bequem. Ich liebe diese Schuhe. Ich habe sie übrigens nicht für, wie sie heute kosten, 1000 noch was gekauft, sondern ich habe sie in Stockholm in einen Second-Hand-Laden gekauft. Schön. Die sind pre-Prada, also bevor Prada Shirts aufgekauft hat. Mhm. Habe sie für, ich glaube, 250, was weiß ich, irgendwie so in dem Dreh. Habe die zum Schuster gebracht, habe alles, die komplette Insole, alles neu machen lassen, mit neuen Korkbett drin und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, am Ende war ich bei 400 oder sowas. Und es sind einfach saubequeme Schuhe. Die Santoni-Schuhe wiederum, da habe ich leichte Loafer. Die sind schwarz in Nappa-Leder, ja, haben eine schöne Ledersohle und sind super leicht. Und genau diese Beispiele, diese beiden Schuhe, finde ich, sind für mich die Reminiszenz beider Firmen. Churches sind für mich britische, etwas schwerere Schuhe, halt kräftige Schuhe. Und Santoni ist italienische leichte Leichtigkeit. Leben. Genau. So. Deswegen habe ich auch gar nicht, ich würde niemals sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten mit oder, sondern nur mit und. Genau. Trag die Churches im Herbst, Winter, Frühling, Santonis im Frühling, Sommer. Und also der Vibe ist einfach ein anderer. Santoni ist leicht, Churches absolut. Ist und vor allem, das ist ein total guter Überbringer, eine total gute Brücke zwischen einer anderen Frage, die wir bekommen haben. Philipp, ich würde dir mit einem P nie das Wort abschneiden wollen, wenn du noch was dazu sagen möchtest. Ansonsten würde ich einmal ganz kurz auf eine Frage hinweisen. Ich möchte nur sagen, dass ich finde, dass Oxblood übrigens eine richtig geile Farbe ist für Schuhe. Ja, oder? Finde ich auch. Weil ich finde die total vielseitig. Also, erstmal ist es nicht so Standard, aber es ist unheimlich vielseitig. Also, Oxblood finde ich total super. Magst du den Leuten, magst du dazu was sagen, dass die Leute wissen, es ist ein, wir würden sagen vielleicht, dass es ein, irgendwas zwischen einem röteren Maroon und Kastanie ist. Was, wie? Aber rötlicher noch. Hilft dir noch? Ja, schon rötlicher, oder? Ja, deshalb ja auch der Begriff. Ich würde sagen, sehr, sehr, wie Ochsenblut. Genau, wie ein ganz, ganz dunkler Bordeaux-Wein. Mhm. Okay, vielleicht noch ein bisschen dunkler. Aber wirklich, also ein schönes, dunkles, ja, aber, gedecktes, genau. Kräftiges. Aber das ist halt auch nicht so Standard, ne? Also, und das finde ich, aber kann man zu fast allem tragen. Ey, ja, man kann es sogar zu einem blauen Anzug tragen. Ich dachte mal, blaue, rote Schuhe, also blauer Anzug, rote Schuhe ist nicht so geil, aber es sieht sensationell aus. Aber du kannst da nicht über Rot reden. Ich finde, das ist ein ganz eigenes Territorium. Ja. Das ist so ein bisschen so wie zum Beispiel die Eiler von Philipp mit einem P. Ne? Die ist ja, da bist du ja auch, die sind noch nicht braun, die sind doch rot. Doch, oder? Die sind der Eiler-Boot von Crockett & Jones. Nee, der ist auf jeden Fall, ein dunkles Braun ist das. Naja, so, Achso, ich dachte, Kastanien, der hätte, für mich hatte der so ein bisschen Dark Brown. Okay, nee, ich dachte, der ging so ein bisschen roter. Es gibt den aber, meine ich, dann aber noch in so einem rötlichen. Ich hab den irgendwo gesehen. Es gibt Dark Brown, Schwarz und Tan, so ein helleres. Da habe ich mich vertan. Okay, pass auf, ich wollte zur Frage überleiten, wie sieht der Hybridanzug zwischen der englischen Schlichtheit und Wetterfestigkeit und der italienischen Leichtigkeit und Verspieltheit aus? Und ein Best of Both Worlds, ich finde es ja noch nicht mal desirable. Ich finde, das ist ja das, was es aus. Es sind ja zwei verschiedene Klimagebiete. Es sind zwei verschiedene, also richtig, zwei Pole, zwei Extreme. Das Schöne, was wir an dem Englischen, an der Schlichtheit, an der Hochgeschlossenheit, an der perfekten Linie, an der Wetterfestigkeit, ne? Wie geil oder wie schön finden wir es, wenn Philipp mit einem P in Schottland ist, einen Tweedanzug anhat, eine Barber da drüber und weiß, und mit seinen Eilerboots und so, der kann gleich in den nächsten scheiß Lock fallen und kommt am anderen Ende, schwimmt wieder raus und die Sachen sind immer noch in Ordnung.
Das ist das, was wir uns von den englischen Klamotten wünschen. Und schon beantwortet, die Leichtigkeit, die Verspieltheit, die italienische Leine, die weht im Wind und alles ist so ein bisschen mehr offen und Sprezzatura und es ist egal, ob ich gerade einen Schuh verloren habe, ne? Und der Penis drückt sich noch schön ab in den Dingsbums, wenn ich über den Marktdings gehe. Ne? Der Italiener, der den Moschus verliert auf dem Weg zur Zweitfrau, das ist so ein bisschen so, ich will das, warum um alles in der Welt würde ich diese beiden Dinge vermischen wollen? Sagt ihr. Ja, geht halt nicht. Also es ist einfach, wie du hast es eigentlich gerade schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Was man aber vielleicht noch mitnehmen könnte, das flog mir gerade so durch den Kopf. Mhm. Du hast diese britischen, schwereren Textilien und du musst es einfach mit einem italienischen lässigen Vibe und einer italienischen Attitüde tragen und vielleicht den Tweed-Anzug ein bisschen mit einem offeneren Hemd oder so. Vielleicht kannst du es dadurch verbinden, aber ich glaube generell, aber ist nur die Art nur, und Weise, wie man es trägt. Genau, aber wir reden aber abgesehen von der Art, wie man es trägt, wir reden über Praktikabilität, ja, ja. Weil du willst in Rom nicht mit dem Tweed-Anzug sitzen. Nein, das macht keinen Sinn. Nee. Ne? Also eher so, das hat ja, alles hat ja einen Sinn in irgendeiner Form. Die Leute haben das ja nicht gemacht, zu sagen, jetzt ärgern wir die mal und machen dicken Stoff, damit sie in der Sonne irgendwie schwitzen, sondern wir machen Stoff, damit wir hier oben in den schottischen Highlands was Wetterfestes haben. Man sieht die Flecken nicht von der Country-Arbeit und ich finde schon, dass das irgendwie, ja, es macht schon Sinn. Gleich kommt noch eine Frage für euch, weil ich weiß, dass ihr euch besser damit auskennt. Mir sagen nämlich alle drei Marken nichts. Aha. Aber vorher würde ich gerne auf eine Sache, und das können wir auch ruhig so ein bisschen halb abschmettern, aber wir haben ja beide schon gerade drüber geredet, ich suche es gerade, ist der, empfindest du Knigge heute noch als relevant? Und, ne? Und wir haben, du hattest ja so ein bisschen als Einwurf, ja, manches sei ja vielleicht überholt, wie auch immer, und ja. Da hatte ich den Einwand, sagte, dass gutes Benehmen nicht aus der Mode geht, denn das ist ja kein, man soll das ja nicht als ein steifes Benimmbuch sehen, sondern jede einzelne Sache wurde irgendwann mal nicht aus Nickeligkeit festgelegt, damit die Leute nicht cool und entspannt sein können, sondern um wirklich das absolute Nonplusultra an Respekt anderen entgegenzubringen, an Höflichkeit. Und ich finde, es ist so, dass wenn wir, sagen wir mal, irgendwas Extremeres nehmen. Ihr, ne, oder einer von uns sitzt mit einer Dame im Restaurant und die möchte gerne auf Toilette gehen und wenn sie aufsteht, stehen wir auch auf, ne, und machen uns den Sakko-Knopf wieder zu, bis die Dame sich umgedreht hat. Ihr glaubt doch nicht, dass die Frau dann sagt, nein, das ist aber peinlich, dass du jetzt mit aufgestanden bist. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass sie, die wird hochroten Kopf bekommen, die wird ihre Freundin anrufen aus dem Badezimmer und wird sagen, Alter, ich habe hier einen Gentleman der alten Schule. Und wenn sie auch nichts sagt, das sind alles Dinge, die nicht wehtun. Also nichts von diesen Knigge-Sachen beleidigt irgendwen. Es ist in der Form nie drüber. Und deshalb finde ich, wenn jemand das Gefühl hat, dass ihm irgendwas fehlt an Etikette am Tisch, weil ohne Scheiß, jemand, der einen Ellenbogen auf dem Tisch hat, ist mir egal, wie oder wann oder wo und ob bei McDonald's. Ein Ellenbogen auf dem Tisch macht mich rasend. Und weil es, es geht nicht so. Und dann sind das so Sachen, weil man möglicherweise, ich bin dann irgendwie sensibilisiert für diesen Ellenbogen, weil andere sagen, ach komm, ich find's schlimmer, wenn derjenige mit offenem Mund ist. Aber es sind so Selbstverständlichkeiten. Ich würde auch sagen, aber wenn jemand das Gefühl hat, er macht alles am Tisch falsch und er ist mit jemandem zusammen, wo er das Gefühl hat, dass er dem noch also irgendwas entgegenbringen kann, das ist doch nicht schlimm, da mal reinzugucken. Was ist überhaupt schlimm, an sich in irgendeiner Form zu bilden? Nee, absolut. Also ja, ich würde mir jetzt wahrscheinlich auch nicht einen Knigge hernehmen und den von vorne bis Ende durchlesen, aber ich recherchiere da auch gerne mal Sachen. Also wenn mir gerade irgendwas einfällt, keine Ahnung, also wenn du irgendwie in ein passendes Restaurant gehst und du hast das Gefühl, du hast keine Ahnung, dann informiert man sich doch, oder? Voll. Absolut. Also Happiness. Ich habe, glaube ich,
diese Kniggefrage auch noch ein bisschen anders verstanden. Vielleicht ist es aber auch meine Naivität, mit der ich da rangehe. Weil ich dachte zum Beispiel auch, also zu deinen ganzen Manners, die du da gerade erwähnt hast, gehe ich vollkommen d'accord. Dann gibt es aber ja auch so Sprüche wie No Brown in Town. Ich weiß gar nicht, ob das aus Ich weiß nicht, ob das aus dem Knigge kommt. No. Okay, weil diese Sachen, da hätte ich halt gesagt, das sind diese alten, versteiften, staubigen Regeln. Da sag ich, ey, no, fuck it. Ist überhaupt gar kein Sinn. Genau, da bringst du mich genau, aber auch auf etwas, wo du wiederum recht hast. Wenn es um Dinge geht, wo man sagt, die haben sich in irgendeiner Form aufgelockert. Ja. Ich finde, wenn die Regeln sich auflockern und einfach keine Menschen wehtun und Möglichkeiten für mehr bieten, dann finde ich, ist es auch vollkommen okay. Aber warum um alles in der Welt soll es modern oder cool sein, einer Frau nicht die scheiß Tür aufzuhalten? Ja, das also wem bringt das? Also wem bringt, ne? Wem bringt es irgendwas? Und ich finde nur, dass es immer und dass wir immer die Chance haben, Personen, die uns wichtig sind, das auch irgendwie zu zeigen. Weil wie schlimm wäre das denn, wenn jemand sagt, oh Gott, noch mehr als zu sagen, ich liebe dich. Wie könnte ich dieser Person denn irgendwie noch klar machen, dass diese Person sich in meiner Gegenwart wahnsinnig wohlfühlen soll? Dass ich immer ein Auge auf Kleinigkeiten habe, dass mir so Sachen wichtig sind. Genau. Und da finde ich einfach nur, kann es nicht zu viel sein, aber es kann durchaus zu wenig sein und man kann sich da irgendwie hängen lassen. Immer dieses Gefühl, diese Unsicherheit zu sagen, ja, okay, ab wann mache ich mich denn zum Affen? Das ist doch das spürst du doch. Du weißt doch. Du weißt auch, mit welcher Frau, mit welcher Person du weggehst. Und du spürst, was ist irgendwas, was einfach total schön ist. Es gibt doch Begleitung. Ich rede jetzt immer mal von der Situation, dass wir mit einer Dame, wir sind jetzt hier drei Männer, ne, das soll auch nicht heißen, dass wenn jetzt einer von euch auch schwul wäre, dann wäre es halt der Partner. Es ist also vollkommen egal. Aber wenn es einfach nur so ist, dass du merkst, dass eine Person lange, lange, lange keine Zuwendung, keine Zärtlichkeit in irgendeiner Form, niemand hatte, der der Person zuhört, der Aufmerksamkeit schenkt, das ist doch das Schönste, was du dann machen kannst. Du füllst doch bei dieser Person die Batterien wieder auf. Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch der Inbegriff von einem Gentleman. Das, was du vorhin jetzt in den letzten Sätzen gesagt hast, dieses den Leuten zuhören, den Leuten Raum schenken und Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist essentiell für den Gentleman. Egal, ob das in einem Anzug oder in einer Jeans ist, scheißegal. Absolut. Ja, finde ich auch. So, pass auf, ganz kurz zu der Frage, die ich nicht beantworten konnte, die ihr aber, wo ihr zu ganz kurz was sagen könnt, weil dann schaffen wir noch zwei ganz kurze Fragen. Das war, die Frage lautete, was hältst du von japanischem High-End-Stuff wie Ironheart, Real McCoys, Strike Gold etc.? Mir sagen die drei Marken nichts, aber ihr wisst Bescheid. Ja, also ich habe von keiner der Marke was. Ich kenne aber Ironheart, hat die Jeans und Real McCoys natürlich die geilen Parker-Jacken. Von denen wäre, glaube ich, auch nochmal eine Alternative nächsten Winter für mich. Ich finde die schon geil. Ich glaube, die Verarbeitungen sind auch super, super gut. Ich hatte mir einmal angeguckt Jeans von Ironheart bei Book und Schild in Berlin. Das ist so ein ganz cooler Laden in Mitte und die führen halt sowohl, glaube ich, Real McCoys als auch Ironheart als Jeans und auch so Rocky Mountain Featherbed beispielsweise haben die auch diese richtig coolen Daunenwesten mit Pelzkragen, also Wollschafspelzkragen, finde ich echt nett. Da ist halt die Qualität wirklich super toll. Mir persönlich sind die Jeans aber etwas zu straight, zu steif, zu Rockabilly-mäßig. Ich find's geil. Die Rucked Guys. Genau, also ich finde, Qualität ist brutal, passt aber nicht zu mir. Da bin ich zu südländisch irgendwie vom Style. Also da fehlt mir die Leichtigkeit. Aber ich weiß es sehr zu schätzen. Und ich finde es vor allen Dingen, wenn Japaner das rocken, die Japaner irgendwie im Fashion-Game sind super geil. Super geil. Unterwegs, ja, wirklich. Und da liebe ich es. Aber ich fühle es an mir nicht. Die haben ja Preppy größer gemacht, als Preppy in Amerika je noch werden kann. Ja. Finde ich mega geil. Ja.
Und diesen Laden kann man auch nur empfehlen, Burg und Schild am Alex, super nette Leute. Und ja, die haben halt diese, die haben richtig geile Westernhemden auch. Momentan bin ich ja voll auf dem Yellowstone-Trip. Diese Serie mit Kevin Costner, ah, finde ich mega geil. Kommt übrigens am Samstag die vierte Staffel, freue ich mich schon. Und ja, jedenfalls haben die richtig geile Westernhemden und ich bin ja so ein Salvage-Denim-Freund, ja. Und die finde ich mega geil, also auch Jeans generell, aber irgendwie so ein Westernhemd bei denen startet irgendwie bei 300 Euro oder so. Ohoho. Und das finde ich dann schon ja, steil auf jeden Fall. Aber ich finde halt bei Salvage, um da nochmal anzustoßen, es gibt halt auch leichte Salvage Jeans, also die nicht so steif wirken. Ich habe beispielsweise eine weiße Salvage Jeans, die ich über alles liebe, von Beams, auch aus Japan, aber die wirkt einfach leicht, die wirkt nicht so schwer. Ich weiß nicht, ob das an der in der Unzen, also ob es jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo fängt denn so eine leichte Jeans an? Gewicht, keine Ahnung. 11 Unzen, glaube ich, schwer ist irgendwie 14, 15 Unzen. Ja, absolut. So in dem Dreh. Und ich finde halt auch, Salvage ist ja, hat ja nicht unbedingt was mit dem Gewicht zu tun oder der Webung zu tun, sondern es kann halt auch eine Leichtigkeit haben. Und das finde ich halt, kannst du machen bei Salvage Jeans, aber diese Ironheart-Dinger, die sind einfach immer zu too much einfach. Ja, sehr schwer. Okay. Ja, nee, super. Wenn ich habe nämlich gerade noch was gesehen, dass da würde ich auch gerne mit einer ganz kurzen Antwort nochmal drüber huschen. Und zwar, weil wir ja auch viel, genau, oft mal von den Staple Pieces wegkommen, was ja der eigentliche Gedanke war, möchte ich gerne in eigener Sache eine Sache sagen. Hier lautet eine Frage: Kannst du mal bitte eine Kollektion zusammenstellen, die für jede Jahreszeit etwas enthält? Nein. 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 Bitte, wir müssen, und ich versuche es wirklich auf allen Kanälen, wir müssen davon wegkommen, dass ich diese 200 Mails pro Tag kriege mit dem Kleid mich mal bitte ein. Ich habe weder die Expertise, ich habe weder die Zeit und ich nehme mir wirklich 6 Stunden Zeit am Tag nur, um Fragen und Kram zu beantworten. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr schön findet und ihr seid euch unsicher, schickt mir doch ein Bild. Ich sage total gerne was dazu. Ich bin weder ein Schneider, ich bin kein Stylist. Ich arbeite nicht im, wie sagt man schön, bei einem Herrenausstatter. Ich bin also kein Verkäufer. Sowas würde richtig Zeit brauchen. Und die ganze Zeit, die ich jetzt schon in diese Reels stecke und so, die ja bis jetzt unbezahlt ist, das geht nicht. Also diese Vorstellung, die viele haben mit, mach mir doch mal hier, mach mir doch mal, hört bitte damit auf, kann ich nie machen. Punkt. So. Müsst ihr gar nichts zu sagen, ne? Also, und dann nochmal direkt die nächste Frage: Gehören ein paar klassische Louboutin-Laufer und Sneaker nicht zu Staple Pieces? Nein. Ich möchte was hören. Ja, also Sneaker finde ich halt. Genau, Sneaker brauchen wir nicht drüber. Also Marken. Es gibt schon klassische Sneaker. So ist nicht. Wie? Ja, klar, aber dann sind das Adidas, Stan Smith und dann sind Superstars und dann ist es. Von mir aus kommt mir noch mit allem Kram an. Klassischer New Balance oder so. Ja, aber. Nicht diese High Fashion. High Fashion Sneaker finde ich, ist die größte. Wirklich, ich muss das nochmal sagen. Ach nee, ich darf keine Schmähkritik. Also, ich finde High Fashion Sneaker sehr unvorteilhaft, viel zu teuer, ganz, ganz schlimm. Und klassische Louboutin-Laufer, ich weiß, das unterscheidet Staple Pieces von Fashion Time Period Pieces. Jeder roten Sohle hinterher zu rennen, hat bestimmt auch, weil es mal die schönsten oder immer noch die schönsten Frauenschuhe sind, ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel, ich kenne einen einzigen Louboutin Loafer, das ist der Dandelion. Und der Dandelion ist was ich zum Beispiel brauche. Ich bräuchte einen typischen Edward Slipper. Edward Slipper sind die Dinger, die ihr zu Hause tragen würdet, die dann so aus schwarzem Samt sind. Das sind so Slip-ons und die man aber auch im Sommer und im Frühling total gut zu einem Black Tie-Event mal tragen kann. Mega geil. Ja. Finde ich geiler als, ne? Weiß Philipp. Gibt's geile von Crockett und Jones auch.
Ja, ne? Und Philipp da noch mit 2P hat auch ein Faible dafür, glaube ich, auch letztens welche angehabt. Das ist okay, aber es sind einfach keine Klassiker. Für mich. Und die können es werden. Und nochmal wichtig gesagt ist, wenn euch irgendwas ans Herz gewachsen ist, dann ist das für euch ein Staple Piece und fertig. Denn mehr ist es nicht. Ein Staple Piece heißt ja nur, dass es aus eurer Garderobe nicht mehr wegzudenken ist. Dass es ein Basic ist, dass ihr das mit allem kombinieren könnt. Und im klassischen Sinne würde man sagen, die Zeit wird es zeigen. Mhm. Ja, wir reden meist über Schuhe, über einen Trenchcoat, über Dinge, die seit 100 Jahren, wie eine Barberjacke, ich meine, wovon reden wir hier? Die immer ihren Platz behaupten wird in irgendeiner Form. Ob jetzt Louboutin-Loafer sich in irgendeiner Form von Churches-Loafern, also da würde ich zu einer Traditionsmarke gehen und würde sagen, ich nehme Churches. Definitiv. Auf jeden Fall. Und Louboutin ist für mich also auch nicht die sexy Männermarke. So, eigentlich nicht. Nee, ich habe das auch gar nicht damit verbunden. Also ist gar nicht in meinem Fokus. Nee, das ist so ein Sex in the City-Ding. Ja, voll. Und zu Sneakern, finde ich, kann man ja auch nochmal sagen, die haben ja gar nicht diese Repariermöglichkeiten, sage ich mal. Also wenn du dir so einen klassischen, der Kleber lässt nach, das Ding fällt irgendwie nach 5 Jahren auseinander und dann hast du 800 Euro für so einen Balenciaga-Schuh ausgegeben. Also da würde ich mich ja, die Platze würde ich mir ärgern. Genau. Und ein rahmengenähter Schuh, den kannst du irgendwie 5, 6, 7 Mal neu besohlen lassen. Da hast du dein ganzes Leben lang was davon, wenn du die pflegst. Und das zeichnet für mich ein Staple-Piece aus. Das absolut. Wenn du schon viel Geld ausgibst, dann sollst du ein Leben lang was davon haben. Wir wollen doch Menschen, die lang auf etwas sparen müssen, weil das Geld nicht so locker liegt, doch irgendwas geben, wo die aber ein Leben lang dann Freude haben. Und nochmal ganz ehrlich, weißt du, was ich ein richtig, was ein Scheiß-Move ist? Und natürlich kommen wir in so ein Ding, wo wir sagen, Alter, pass mal auf, wir sensibilisieren jetzt mal die totale woke Gen Z darauf, dass Leder ja total scheiße ist. Und bis zu einem gewissen Punkt können wir sagen, Leute, vollstes Verständnis dafür, dass nicht, was du an deinem Körper trägst, tierischen Ursprungs sein muss. Deshalb, ich verteidige nichts davon. Aber anzunehmen, dass der Umkehrschluss was Vermarktbares werde und ich bei Marke, ich möchte keinen Namen nennen, wir haben sie schon genannt, dass da steht, hey, absolut tierfrei. Ja, es ist fucking Plastik, Alter. Du kaufst für 980 Euro einen Schuh aus dem schlimmsten Scheiß Plastik. Und was machst du? Du klebst einen riesigen Störer darüber in grün, der sagt, ja, wiegen. Sag mal, also, das finde ich ist so, das ist wirklich perfide Scheiße. Ist Bullshit. Ist absoluter Bullshit, finde ich auch. Und ich finde halt auch irgendwie in der Diskussion zu Nachhaltigkeit, die wir ja alle irgendwie alltäglich irgendwie doch im Kopf haben und darüber diskutieren, finde ich das nochmal einfach vollkommen bescheuert, weil, wie gesagt, die trägst du irgendwie 3, 4 Jahre maximal. Ja, maximal, weil das ist aus danach, der Mode. Genau, dann schmeißt du die halt weg, stellst sie in den Schrank oder was weiß ich, verstauben. Die sind scheiße produziert, weil Plastik einfach Müll ist. So, Leder ist in dem Fall meiner Meinung nach auch natürlich, man muss diese ganzen Tierproduktion mit den Tieren und so, das ist eine andere Sache. Aber als Rohstoff erstmal an sich ist es halt einfach nachhaltiger. Und der Schuh an sich ist nachhaltiger, weil du ihn einfach 30 Jahre tragen kannst. Ganz genau. Ich finde, das muss man schon auch noch, wenn man Nachhaltigkeit predigt, dann sollte man das auch mal mit bedenken. Genau, wenn man es nicht predigt, fuck it, okay. Ja. Total. Ich spiele dein Ding. Aber als große genau. Marke, als große Marke das anzupreisen und dann bei einem Schuh, wir reden ja nicht davon, dass du bei H&M jemanden überzeugen musst, gib doch lieber 10 Euro, was ich verstehe, gib doch 10 Euro mehr aus und der ist aus recyceltem Merino oder was auch immer. Sag ich doch, geil, 10 Euro mehr, bumm. Aber bei einem Schuh, der 1.000 Euro kostet, aus Kackplastik ist, the Nerve zu haben, zu sagen, hey, Alter, vegan. So, das finde ich mau. Irgendwie. Ja, safe. Finde ich auch. Ja. Ihr Lieben, die allerletzte Frage, weil der liebe Philipp mit 2P noch ein super heißes Date hat in einer super heißen Bar und uns schon gezeigt hat, wie schick er angezogen ist, während Philipp mit 1P und Ben mit 1B hier in
gemütlichen Klamotten sitzen, haben wir die Frage, Brioni oder Tom Ford? Fragezeichen. Wenn man das Geld hat, für was würdet ihr euch entscheiden? Philipp, schieß bitte raus. Ich weiß, es liegt dir auf der Zunge. Lass es raus. Ich muss gestehen, ich finde beides geil. Also, und es ist auch wieder ganz unterschiedlich. Also da sind wir irgendwie wieder bei deinem Satz von vorhin. Ich finde, das ist kein Oder, sondern eher ein Und fast. Aber also weder das eine noch das andere kann ich mir leisten. Aber klar, als Daniel Craig Bond-Fan muss ich natürlich Tom Ford sagen, weil ich die Anzüge total geil finde. Und da hätte ich schon gern den einen oder anderen, na klar. Okay, ich würde einfach mal, um ein Equilibrium zu schaffen, sagen, dass ich glaube, dass Brioni immer noch ein bisschen von dem, was ich sage, für mich die absolute Meisterklasse in Anzügen ist immer noch Armani 80er. Und wenn wir, ne, wir reden jetzt nicht von hochgestochenem britisch, ich meine, dass sie überhaupt einen Amerikaner rangelassen haben, Craig die Anzüge zu machen, ist schon mal ein Meisterstück, ne? Mhm. Wenn es auch vielen zu eng ist. Ist es auch. Ja, klar, aber wenn man es kann, kann man es. Und ich finde trotzdem, du weißt, dass ich Craig bis aufs Blut verteidigen würde. Immer. Was ich nicht verteidige in der Historie des, wie umschmeichelt ein Anzug das Ego eines Mannes, finde ich, haben wir auf YouTube Leute, die das widerspiegeln, was ich an Männern heutzutage hasse. Die Anzüge tragen, und das ist diese toxische Macher-Mentalität. Ne? Dieses Work Hard, Play Hard-Ding, worüber wir reden, mit dem, guck mal, wie geil man meinen Körper betont sieht in diesem Ding, wo andere italienische Schnitte sagen würden, Alter, ich weiß genau, wie geil ich hier drunter aussehe, dafür lasse ich auch mein Hemd ein bisschen offener, aber es fällt. So. Und ich liebe Tom Ford als Typen. Mega geiler Typ. Absolut. So gar keine Frage. Ich finde, so, wir haben so viele Sachen gemein. Der hasst Flipflops an Männern. Ich hasse Flipflops an Männern. Er findet auch, wenn es eine Jeans gibt, die in jeden Haushalt gehören, ist es dunkle. Eine dunkle Denim in gut geschnitten. Dazu kann ich ein geiles Hemd oder das Jeanshemd wie Philipp es heute anhat, und ich kann einen schwarzen Samt-Blazer darüber ziehen und boom, könnt ihr euch alle mal langlegen. Alles ist geil, aber ich finde, es würde dem Ganzen gut tun, und bei diesem ganzen toxischen, Alter, guck mal, wie geil ich aussehe mit meinen viel zu kurzen Anzügen, noch so eine gewisse Lässigkeit da reinbringen. Deshalb kann ich Brioni und Tom Ford nicht auseinanderdividieren, genau wie ihr das schon gesagt habt, warum das eine oder andere. Und ich muss auch noch mal sagen, wenn ich das Geld hätte für Brioni oder Tom Ford, und ich weiß, dass ihr beide auch dabei wärt, wir würden es wahrscheinlich einen machen lassen, einen Schneider. Definitiv, es macht, ja. Es ist schon, ich weiß gar nicht, was in Brioni, wahrscheinlich so um die 7.000, 8.000 oder so. I don't know. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich tippe mal so, wie gesagt, 7-8 herum. Dafür kann ich mir halt zwei wirklich vernünftige Anzüge schneidern lassen. Und ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Billo-Anzügen irgendwo, sondern da kann ich auch irgendwie vielleicht, oder auf der Savile Row kriege ich vielleicht zumindest einen vernünftig maßgeschneiderten. Einen bekommst du auf jeden Fall. Aber dann rede ich von einem maßgeschneiderten Anzug von der Savile Row. Das ist einfach wie bei Huntsman oder so. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Ja. Sprechen wir von einem anderen Level. Und ja, da haben wir halt wieder das Problem mit Marke und so weiter, wie viel Geld auch da in Branding fließt. Aber wenn man es fühlt, wenn man Bock hat auf Tom Ford und das oder Brioni und halt da richtig Lust drauf hat und die Kohle für hat, dann go for it. Und das auch beides ist einfach top-notch, das muss man halt auch nochmal sagen. Ja, und ich muss auch sagen, es gibt keine der beiden Marken hat bei mir einen fallen Beigeschmack. Nein, und das merkst du auch, weil ich finde Marken, die so ein bisschen darauf achten, ich weiß, dass Tom Ford Brillen, die werden, ne, die kein richtig geiler Optiker will die mittlerweile mehr verkaufen, weil es auch einfach so, aber an einem Riesenapparat, der funktionieren muss, hast du immer eine Kollektion, eine Serie, die billiger raus muss. Ich meine, was auf der einen Seite
fragen mich 300 Leute am Tag, ey, sag mal, bezahlbare Klamotten. Was soll ich, wo, ja, bezahlbare Klamotten. Du willst bezahlbare Klamotten, ne? Dann, wo bleibt denn deine Liebe zu, ich spare 4 Jahre auf irgendwas, was mir nicht bezahlbar erschien, habe aber was ganz Besonderes. So. Und wenn Brioni ankommt, als die angefangen haben, Brad Pitt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Kampagne, einfach nur Brad Pitt in einem Brioni-Hemd, die Schwarz-Weiß-Kampagne, und wo du da drauf guckst und sagst, fuck, ich meine, entschuldige mal bitte, aber ich muss daran erinnert werden, dass eine Klamotte so gut fällt, dann danke, danke, schön, dass ihr noch da seid, dass ihr nicht pleite gegangen seid, verdient bitte mit euren Kack-Sneakern, ich weiß gar, Brioni wird keine Sneaker machen, aber du weißt ja auch, warum macht Louis Vuitton, warum rennen große etablierte Marken der Jugend nach, fabrizieren diesen Haufen Müll, obwohl sie eigentlich, worüber haben wir geredet, Philipp 1P? Wir haben letztens über Belstaff geredet, eine Marke, die alles kann, die Tradition, wo du sagen würdest, lass mich da einfach nur reinlegen in eure Heritage, und dann machen die plötzlich da kommt ein Müll raus. Cargo-Hosen. Thema für das nächste Ding. Shorts, die über die Knie gehen, Cargohosen. Also, ihr Lieben, ganz kurz, wir wissen, Philipp muss zu seinem Rendezvous. Wir machen jetzt mal hier Schluss. Es war mir eine ganz große Freude, und ich finde, was gut an diesen Q&A-Sachen ist, ist, dass wir nicht rumalbern um unsere kleinen Ego-Themen, sondern wir unheimlich viel geile Punkte zum Anfassen haben und wie auch immer richtig stellen, was wir nicht können, viel mehr als was wir können, und wie überhaupt unser Interesse für Mode zustande kommt und nicht die eines Fachmanns, sondern Liebhaber, die das wirklich, wirklich mögen. Und deshalb hat mir das ganz, ganz, ganz großen Spaß gemacht, und ich werde das bei Insta auch ganz groß ankündigen, dass wir mit Folge 4 auch echt einen guten, finde ich, einen Meilenstein geschaffen haben. Ich finde das sehr gut. Sehr schön. Vor allen Dingen haben wir eine wunderbare Diskussionskultur. Und wir haben die Stunde geknackt. Ja, ich weiß, das dürfen wir eigentlich nicht. Aber du, so ist es manchmal. Und dann kann auch jemand mal von Bremen nach Hamburg fahren und eine ganze Folge hören. So schaut's aus. Hannover, dafür Hamburg. Ist es gut. Ja. Gut, ihr Lieben, hör mal, Philipp, ganz viel Spaß bei deinem Playdate. Und Philipp 1P, ich hoffe, du hast noch einen Negroni zur Hand gleich. Absolut, auf jeden Fall. Super, ich werde mir jetzt auch gleich irgendwie wahrscheinlich schon mein 7. Bier aufmachen und warte auf meine Frau, die bald aus dem Theater kommt und heute wieder schön fleißig gespielt hat. Und dann gucken wir natürlich wieder Miami Vice. Ihr Lieben, ganz, ganz, ganz dicker Drücker. Und ey, ganz kurzer Rausschmeißer. Ich habe gestern im besoffenen Kopf mitten in der Nacht mir die 1953er Gucci bestellt. Nein. Doch, pass auf, aber ganz kurz, ich habe dafür eine Erklärung. Ich hatte plötzlich Panik bekommen, dass ich immer sage, weil Leute fragen mich, zum Beispiel, da war jemand, der hat gesagt, Alter, mein bester Freund arbeitet bei Gucci, der kriegt einen besseren Preis, welche Größe? Da habe ich gesagt, 43. Und da stand ich da und dachte, die sind nämlich hier in Hamburg, werden die gar nicht erst geliefert. Ich kann die nicht anprobieren. Ich kann andere anprobieren, aber die 1953er werden in Hamburg in der Boutique nicht ausgestellt. Das heißt, ich muss sie mir bestellen. Ich habe sie bestellt, damit ich sie anprobieren kann. Und jetzt kommt die große Angst. Werde ich es überwinden können, falls sie denn passen, sie wieder in ihre Schachtel zu legen, zuzukleben und wieder zur Post zu bringen? Das ist ein Thema für die nächste Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, pray for Ben, ja, dass er es kann. Geiler Cliffhanger, richtig geiler Cliffhanger. To be continued. Und, to be continued. Ihr Lieben, ich drücke euch feste und wir sehen uns. Sensationell. Ne? Haut rein. Einen schönen Abend. Ciao. Nicht zuklappen. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.